Hey, also, ich habe euch in meinem letzten Video ja gezeigt, welche gekauften Moles ich habe. Und da dachte ich mir, hänge ich doch gleich eins hinten dran und zeige euch meine selbstgemachten. Und zwar die, die ich selber abgeformt, gegossen habe und die, die ich quasi in Tauschpäckchen bekommen habe. Mache ich alles in einem Abwasch. Ich hoffe, euch haben meine Videos vorher gut gefallen. Ihr habt ja auch schon fleißig kommentiert. Hier und auf Facebook. Und ja, ich zeige euch einfach mal meine wunderschönen Mods, die ich habe. Also, ich fange mal an. Wenn ihr das hier seht. Ach, apropos, ich habe einen neuen Hintergrund. Und zwar hat die Asia mir den Tipp gegeben. Ich lerne ja noch, was Videos angeht. Ne? Ich bin ja lernfähig. Also, und zwar hat sie gesagt, dass man ja eher auf meinen Hintergrund achtet. Man achte in meinem ersten Video übrigens auf die Maggi-Flasche, finde ich ganz toll. Ist mir letztens erst aufgefallen. Und da dachte ich mir, machen wir mal einen Hintergrund, der passend zu mir ist. Und ihr seht ein wunderschönes Simpsons-Bild. Nicht von mir gemalt, aber von meinem Stiefbruder gemalt. Damals zu meinem 30. Geburtstag. Und mir gefällt das so gut, dachte ich mir, nimmst du das halt eben als Hintergrund, ne? Also, dann genug zum Hintergrund. Ich fange jetzt mal an. Hier haben wir eine wunderschöne Dame. Eine Cameo-Mold. Kommt auch richtig toll raus. Dann, diesen Rahmen kennt ihr bestimmt alle. Und da ist noch ein bisschen Harz drauf. Da habe ich gerade Abdrücke gemacht. So. Ich finde den Rahmen so toll. Und der kommt so klasse raus. Keine Fehler drin und nichts. Dann habe ich zwei neue Fassungen mir eingegossen. Die kommen auch super raus. Das ist so ein einfacher Ovale und die so ein bisschen verschnörkelt, ein bisschen antik. Ja. Dann, oh, schmutzig, aber ist nicht schlimm. Wird auch viel genutzt. Noch zwei andere. Also ihr seht, die ist nochmal. Und dann haben wir die und die. Dann haben wir diesen Rahmen, diese Fassung. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob sie so rumgehört, weil oben eigentlich ein Loch ist, oder ob sie so rumgehört. Da bin ich noch nicht ganz durchgestiegen. Aber ich werde das rausfinden. Dann habe ich von der lieben Nadine damals ein Fimo-Teil, war ein Fimo-Teil Nadine, oder? Bekommen. Einen, ich würde jetzt sagen, Jack-Kopf. Ist auch schon eine meiner Lieblingsformen geworden. Seht ihr ja. Schwer benutzt. Aber so toll. Vor allem der Mund und die Augen ist so toll. Ich liebe es. Dann habe ich diese Fassung oder den Rahmen vielmehr. Da ist leider hier eine Stelle, die ist nicht so schön, aber das kann man ja dann hinterher noch begradigen. Vielleicht gieße ich die einfach nochmal. Da ist hier leider ein Nippel abgebrochen, aber nicht schlimm. Auch toll. Dann habe ich, ups, diesen rechteckigen Rahmen. Ist auch eine komplette Fassung. Ja. Also mit Hintergrund. Schaut auch ganz toll aus, wenn man die gießt. Dann habe ich dieses Kreuz. Auch ziemlich verschnörkelt. Da hängt auch der Jesus am Kreuz. Sieht, erkennt man doch, doch, das erkennt man so ein bisschen. Schaut auch schön aus, wenn man es gießt. Dann habe ich eine kleine Halloween-Mold. Und zwar ein kleines Skelett. Ein Spinnennetz mit Spinne, eine Fledermaus. Bei ihr kommen auch wirklich tolle Details raus. Also die kann man auch klasse einfach nur so als Anhänger nehmen. Und einen Flügel. Dann habe ich noch, tadada, meine Lieblingsform eigentlich. So, da hat das Handy ein bisschen gesponnen, aber kein Problem. Ihr seht hier, wie gesagt, meine absolute Lieblingsmold. Das ist ein Charm-Anhänger, den ich mir mal gekauft habe. Ist wirklich eine große Spinne.
Und die sieht so, so schön aus, wenn man die gießt. Kann man sich jetzt aussuchen. Man kann also, was ich auch schon gemacht habe, diese Spinne einfach nur so gießen. Wenn ihr hier seht, diese Zähne. Man kann auch nur bis zu den Zehen gießen und das, dadurch, dass dieser Anhänger so ein bisschen weiter nach oben gesetzt ist, also kann man sich selber aussuchen, ob man das irgendwo anhängen möchte oder einfach nur für ein Dekodeckglas oder sonstiges nehmen möchte. Dann habe ich eine mittlere Kugelmuld, da ist noch etwas drin. Das muss noch raus, aber ich krieg's nicht hin. Ich habe die Kraft nicht. Da muss ich dann leider auf meinen Liebsten warten. Der muss mir das dann aus der Form rausholen. Das ist eine Kugel mit Pusteblumen drin. So, Moment. Dann habe ich eine Carbochon-Muld. Verschiedene Größen. Da haben wir 25 mm. Dann habe ich die 18, 15, 14 habe ich, meine ich. 11 und 8 und dann diese ovale. Ist auch toll, wenn man was eingießen möchte. Dann habe ich noch eine Kugelmold. Und zwar ist das eine ganz große. Also ihr seht die Höhe. Das war, glaube ich, so eine Murmel, die ich da abgeformt habe. War eine wahnsinnige Verschwendung an Silikon, aber sieht toll aus, wenn man es gießt. So, dann mache ich mal weiter. Und zwar habe ich hier, der Rest ist nichts geworden, deshalb habe ich das rausgeschnitten, einen großen Flügel. Dann habe ich, halte ich das jetzt falsch rum? Natürlich halte ich es falsch rum. Eine Skelettdame, einen wunderschönen Rahmen und eine etwas tiefere Cameo Carbochon Mold. Und was auch schon viele bei Facebook gesehen haben, meine zwei schönen Rahmen, die habe ich mir damals auf der Kreativa gekauft. Also die haben sich wirklich gelohnt. Die sind so schön. Man muss nur aufpassen, durch die vielen Details ist halt eben diese Gefahr groß, dass man Luftbläschen bekommt. Deshalb muss man da immer schön mit dem Stäbchen hin und her arbeiten. Ist ein bisschen Arbeit, aber dafür ist das Ergebnis umso besser. Dann habe ich wieder von der Nadine einmal einen Teddy Rolling. Und ich würde es jetzt mal nennen, einen Zombie Teddy. Schön hier mit dem Auge, das fehlt, und hier diese Narbe. Also das kommt auch alles super rüber. Dann machen wir mal freundlich weiter. Ich habe hier eine Eiswaffel mit Eis, ein Softeis und einen Lebkuchenmann. Ich bin am Überlegen, mir davon vielleicht Ohrringe zu machen. Wurde ich schon öfter gefragt, ob ich nicht vielleicht irgendwie ein Sommerthema habe, was Ohrringe angeht. Letztes Jahr habe ich an Weihnachten kleine Weihnachtskugeln als Ohrringe gemacht. Da waren sie alle ganz wild drauf. Und jetzt bin ich wirklich am Überlegen, ob ich nicht das Eis als Ohrringe mache. So, dann habe ich hier einmal ein Herz mit Flügeln. Das ist ein Eis am Stiel, ein angebissenes. Dann habe ich hier ein Kuchenstück, eine kleine Schokolade und einen kleinen Totenkopf mit Hintergrund. Dann habe ich eine kleine Kugelmuld. Ist also wirklich so wie eine kleine Murmel. Habe ich mir auch selber dann abgeformt. Kann man auch viel Blödsinn mitmachen. Gefällt mir richtig gut. Dann, das ist ein Engel, der leider etwas Farbe verloren hat beim Eingießen. Aber ich denke mal, wenn ich das erste Mal Harz reingieße, wird das denn doch schon weggehen. Dann habe ich hier, ne? Eine Schleiffee, die so rumgehört eigentlich. Ich habe die Mold noch nicht bearbeitet, deshalb ist sie noch so ein bisschen unsauber. Und hier habe ich einen, ne, geh mal ab jetzt, ne, schneide ich lieber ab, einen Notenschlüssel. Muss ich noch ein bisschen bearbeiten, sehe ich gerade. Ja, diese, also es ist so die neueste, die ich habe, deshalb ist sie noch nicht wirklich bearbeitet.
So, dann habe ich hier einen ganz einfachen ovalen Anhänger. Man kann so viel damit machen. Es ist halt wirklich ganz glatt, ohne Muster, ohne alles. Aber dieser Aufhänger zum Beispiel kommt auch super raus. Und da kann man dann halt alles Mögliche draufpacken und sich da quasi kreativ auslassen. Ich finde es klasse, obwohl es eigentlich total easy ist. Ne? Aber gut. Mein ganzer Stolz, ich zeige es euch mal so rum, richtig rum. Ihr seht, was das für ein Block ist. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, das war auch so ziemlich mein letztes Silikon, was ich hatte. Und zwar ist das eine große Maggie Simpson. Hier habe ich eine kleine Maggie Simpson. Die habe ich kopfüber eingegossen, sodass quasi das Unterteil hier oben ist und man nach unten gießt, also 3D. Und eine Hello Kitty. Ich zeige euch jetzt mal das Original. Und zwar ist das hier die Figur, die ich eingegossen habe. Die ist quasi so eingegossen. Das heißt, man kann sich seine eigene Maggie Simpson gießen. Auf was für Ideen man kommt, ne? Aber gut. Ich habe hier eine Riesensammlung von Simpsons und bin ja absoluter leidenschaftlicher Simpsons-Fan. Und da kommt man natürlich auch auf solche Ideen, ne? Und diese kleine Form, das ist diese hier, das ist die Maggie. Eine Porzellan-Maggie, eine kleine, die ich habe. Noch ein bisschen so. So. Na, komm, Fokus. Ja. Jetzt an. So süß. Das ist das kleinste Teil, was ich habe. Und da dachte ich mir, ach komm, gießt du das einfach mal in eine Form. Warum auch nicht? So, weiter geht's. Da muss ich gerade erstmal aus der Tüte kämpfen. So, dann habe ich vorgehabt, eine Dose abzuformen. War nett gemeint, aber danach war mein Silikon alle. Also das Unterteil, die Dose selber habe ich quasi schon. Bei der nächsten Ladung Silikon muss ich dann auch den Deckel machen. Aber ich bin echt so gespannt, wie die rauskommt. Mal schauen. Ist jetzt nicht allzu groß, aber es ist doch schon ein ziemlicher Block, ne? Geht halt schon ziemlich Silikon drauf. Dann habe ich so ein bisschen was auch wieder, man nennt es Gruselzeugs gegossen. Einmal so ein Totenkopf mit Narbe oben. Einen Charmanhänger, Totenkopf. Das ist auch ein Anhänger, Totenkopf. Und hier haben wir ja noch einen. Auch noch nicht so ganz bearbeitet, aber so, ja. Und dann, was bei Gruselzeugs natürlich nicht fehlen darf, na komm raus. Spinnen. Auch Charmanhänger kann man aber auch ohne gießen, einfach nur um irgendwo drauf zu setzen oder so. Total süß. Und, oh, falsch rum. Dieser Kettenanhänger. Die Rahmen ist auch schön verziert und alles. Nee, komm. Warum mache ich das eigentlich in solche kleinen Tüten? Das ist ja schrecklich. Und einen Rahmen. Außen so ganz minimal verziert. Ist nicht wirklich Geschnörkel. Einfach so ein bisschen wie so rau. Und innen ideal, um was reinzumachen. Oder halt eben ein Bild reinzusetzen oder wie auch immer. Da sind die kreativen Grenzen ja absolut offen. So, weiter geht's. Das habe ich von der lieben Peggy bekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Einmal so ein Steampunk. Wieso, was war das? Ein Uhrwerk, glaube ich, ne? Dann einen ganz mini kleinen Rahmen. Den habe ich auch. Den habe ich nicht selber abgeformt, den habe ich bekommen. Einen kleinen Rahmen muss ich auch mal gießen, um auszuprobieren, wie er rauskommt. Eine Uhr, eine Taschenuhr.
Auch schön die Details zu sehen, besonders diese, na komm, diese Zeiger. So cool. Ein kleines Uhrwerk. Komm, zeige es. Auch schöne Details drin. Und ein Gummibär. Seht ihr den? Der ist so süß. Den habe ich schon ausprobiert. Ist nicht glänzend. Aber das stört mich bei einem Gummibär mal überhaupt nicht. Ist einfach nur schön, so eine Form zu haben, dass man selber Gummibärchen machen kann. So, dann habe ich noch eine Form. Diesen Rahmen habe ich nochmal. Leider ist die ein bisschen uneben, aber das ist ja gut. Ich habe ihn ja nochmal. Ganz viele verschiedene Blümchen. Wunderschön, wenn man die gießt. Das ist so ein Rosa. Dann haben wir hier noch eine Blüte. Hier haben wir auch noch eine. Und hier haben wir so ganz verschiedene Blüten mit Blättern. Und ach, ich liebe es. Habe ich schon ganz viele von gemacht. Die Rose sieht klasse aus. Dann habe ich mir Strasssteine abgeformt. Strasssteine oder ja, wie nennt man die? Flatbacks? Nee, eigentlich nicht. Aber ich sage jetzt mal Strasssteine. Und zwar ist das ein großer. Das war eigentlich so ein Reißbrettstiftchen, so ein Pin für an die Pinnwand von Teddy. Habe ich einfach hinten den Stecker abgemacht und habe das hier eingeformt. Dann diesen Stein. Das ist auch ein ganz normaler Strassstein. Und hier seht ihr das schon. Allein schon die Form funkelt. Und genau so kommen die Steine dann auch wieder raus. Also es ist der Wahnsinn. Ich habe das schon mal in Schwarz gegossen. Man hat gemeint, es wären wirklich schwarze Diamanten. Also es ist toll. Ich liebe es. Dann habe ich diese. Liebe Angelika, nochmal danke dafür. Totenkopf mit wie so Ketten, Panzerketten drumherum und einem Anhänger. Ich stehe ja total auf Totenköpfe, also Totenköpfe kann ich nie genug haben. Dann habe ich nochmal abgeformt dieses Kreuz. Das geht noch in ein Tauschpäckchen. Und, Moment, muss ich gar nicht so hin und her wackeln, Nicole. Ein kleines Spinnennetz mit einer mini, mini kleinen Spinne. So süß. Und, dass ihr mal seht, wie ich hier kämpfe. Nochmal dieses Spinnennetz mit Spinne. Eine kopfüberhängende Fledermaus. Und eine Spinne. Wie gesagt, das geht alles nochmal in ein Tauschpäckchen. Deshalb habe ich das jetzt einfach mal doppelt gegossen. Ne, komm. Komm, Puppe. Dann habe ich diese Spinne. Die hatte ich vorhin auch schon. Das ist auch nochmal was fürs Tauschpäckchen. Und, ich glaube, das gehört so rum. Ein größeres Spinnennetz mit Spinne. So, dann habe ich dieses. Das ist einmal eine Skelettfrau. Und ein Schädel, noch ein bisschen mit Halswirbelsäule dran. Der ist jetzt noch in der Form, weil da kommt dann jetzt noch eine andere Farbe drüber. Das ist auch wieder, ja, quasi für ein Tauschpäckchen. Da warten ja noch ein paar Leute auf meine Abdrücke. Es tut mir wirklich leid, aber es ist momentan gesundheitlich und zeitlich ganz schwierig für mich. Aber ich arbeite mich voran. Jetzt kommen meine letzten. Einmal dieser. Den hatte ich vorhin schon, glaube ich zumindest. Und mein Drachen. Oh, ich finde ihn so toll. Es ist ein ganz dünner, also es ist wirklich ein Metallanhänger, den ich auch habe, ein Charm. Aber wenn man den gießt, egal in welcher Farbe, er sieht so toll aus. Ich liebe ihn. Und diese Details. So toll. Ich weiß, ich wiederhole mich. Es ist alles toll. Vorher war es, glaube ich, alles klasse oder so. Naja, ist ja auch egal. Dann habe ich von der lieben Rebecca, deine Abdrücke kommen bald. Ich verspreche es.
Dieses Super-Duper-Kreuz mit lauter Totenköpfen. Da habe ich auch schon eins gegossen in Weiß. Das habe ich für eine Bekannte von mir gemacht. Als Kettenanhänger. Einfach nur genial. Dann haben wir hier diesen seitlichen Totenschädel. Ist das der gleiche? Na, ja, doch. So ziemlich. Na, ist egal. Nochmal den Totenschädel. Dann habe ich hier quasi einen, ja, wie soll ich das nennen? Ein. Ist das ein Alien-Totenschädel mit Hörnern? Ich glaube ja. Und dann haben wir hier einen süßen mit Knochen. Auch schon ganz oft benutzt. Und die letzte für heute. Auch von Rebecca. Das sieht man hier jetzt ein bisschen schlecht. Das ist ein kleiner Jack. Juppie, ich habe einen kleinen Jack. Dann haben wir hier einen Totenkopf mit Besteck. Also einen Kochtotenkopf quasi. Nochmal einen schönen Totenkopf. Noch ein Jack. Einen Schnurrbart. Ein Totenkopf mit Knochen. Das ist nur. Oh, falsch rum. Das ist nur ein Jackkopf. Ganz toll auch für Kettenanhänger. Dann haben wir hier einen süßen kleinen Mädchentotenkopf mit Schleife. Noch ein Jack. Aber der guckt ein bisschen anders. Also der guckt so ein bisschen verdutzt. Der auch. Und der lächelt so richtig schön. Hat hier einen Anzug an und alles. Immer die Details finde ich so klasse. Dann haben wir hier einen Totenkopf mit Hut und Wanderstock. Und noch einen mit Kugeln. Ach, Kugeln. Um Gottes Willen, Knochen. Diese blöden Glocken, die lenken mich jetzt komplett ab. Ja, das waren meine selbstgemachten Förmchen, Molds, wie ihr es auch nennen möchtet. Falls euch da was gefallen hat und ihr möchtet Abdrücke haben. Wie gesagt, es dauert ein kleines bisschen, weil ich halt einfach mich so nach und nach durchkämpfe. Und falls ihr Fragen habt, ah, nein, Moment, ich habe noch was vergessen. Oh, Entschuldigung. Diese habe ich noch. Komm her, komm her. Diese kleine, der Lebkuchenmann. Und. Dieses kleine Bärchen. So, das war's jetzt aber wirklich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wünsche euch morgen einen schönen Feiertag. Morgen ist ja Vatertag. Und ja, auf das noch mehr Videos kommen werden. Also dann, tschüssi!